ingredients are plentiful hereabouts. We could pick some now and use them when the need arises. Ja, und jetzt bin ich hier wieder draußen. Jetzt bin ich außerhalb von Wernwürf und hier ist es auf einmal super flüssig. Nein, red nicht mit mir. Also hier läuft's viel besser. Nochmal eine ganze Ecke besser, als es schon vorher der Fall gewesen war. Was da abgeht, keine Ahnung. Weißt du, was mich auch nicht wundern würde? Wenn es ähnlich ist wie bei irgendwelchen Spielen fragwürdiger Qualität, die von irgendwelchen Leuten gemacht worden sind und je nachdem meistens irgendwelche ziemlich janky, irgendwelche Spiele sind, die echt janky sind, die nicht richtig funktionieren, wo die Performance, keine Ahnung, Achterbahn fährt quasi. Es kommt mir irgendwie so vor, wie als würdest du quasi zu einer Gegend hinkommen, wo sehr... Who asked? Hau ab, geh weg, verschwinde. Und mich würde es nicht wundern, wenn dann quasi, wenn du in Wernwürf zum Beispiel bist, irgendwelche Sachen geladen werden, wodurch dann quasi erstmal Framerate richtig einbricht. Wenn dann alles geladen worden ist, ist zwar besser, aber es läuft trotzdem alles nicht rund, weil irgendwas quasi mehr Performance benötigt, als es sollte. Was wahrscheinlich immer noch die NPCs sein könnten, aber ich habe so das Gefühl, dass es auch die Gegend selber ist. Dass es irgendwie die Gegend selber ist im Sinne von, okay, du hast jetzt, hier hast du ein Gebäude, da hast du ein Gebäude, hier hast du irgendwas Komplexes, jetzt hast du da, dort und jenes irgendwie Schatten und das muss berechnet werden und dieser Schatten muss berechnet werden und das muss berechnet werden und bla 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 und so weiter. Und das wiederum macht dann, dass dann quasi die Performance so ein bisschen in den Keller rast, während hier draußen alles in Ordnung ist. Das ist ja so eine Vermutung. Also. Da ist der Phantomkarren. Huh? Und du bist wer? Aye, nicely done. Get in, you lot. Habe ich den nicht schon mal irgendwo gesehen? Here's your payment. Thank you kindly, sir. Ordinarily, coin like this would take me half a year to earn. And I'll thank you to spend it wisely. Don't go drawing undue attention onto yourself, or that'll be the last you get. Ist das nicht der Sklavenhalter, Dingsbums, keine Ahnung, wer Typ, der, oder Gefängniswärter, wie auch immer, der da in dem einen Dingsbums da war, wo ich ganz am Anfang gewesen war, wo dann die Medusa oder die Gorgone da angegriffen hat? An Oxcart travel in a night is suspicious enough in its own right, if 'twere known that I'm carrying pawns across the border. Hm? I know, and I'll take care of it, I swear it. Contact me again when you've need of more cargo, won't you? Du löst das Rätsel des Phantom-Ochsenkarrens. Kann ich dann jetzt wieder mit der Sphinx reden? A forgotten rift stone we've not discovered. So zügig. Tis this way, as I recall, from my last sojourn beyond the rift. Du hast nichts gesehen, aha. Nein. Hold, I beg you. I'll tell you what there is to know. I was approached by a Batali merchant I met at the border checkpoint. He offered me a coin in exchange for rounding up pawns. Aye, I know. Here in Vermin, there's nary a deed more abhorrent. But you have to understand, my gambling debts were like to drown me. I needed coin, and I needed it fast. I know not where they've been taken. Pray, believe me. Ich glaube, ich weiß schon, wo die hingebracht werden. Here, take this. It is a document I got from that merchant. If word of this should reach the palace, I'd no doubt be disciplined. I might even lose my post. I'll give you all the gold I got today. So pray, I beg you, will you let me go?
I swear, I'll ne'er do aught like this again. Nach Vermont eskortieren oder Geld annehmen und gehen lassen? Ich hätte eher gesagt, ja quasi, nee, kannst dein Geld behalten, aber ich habe jetzt etwas, was quasi mich eventuell zu dem Typen führt. Ich glaube, das wäre jetzt wahrscheinlich, du hast ihn hingebracht, der wird diszipliniert und bla 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 und hast ihn nicht gesehen und keine Ahnung was. Gold hast du dann trotzdem nicht sehen können wahrscheinlich. Also nehme ich einfach das hier, weil, warum nicht? Ja, meine sincere Danke. Ich sehe, der true Arisen ist merciful indeed. I'll be going then. Dokument des Händlers. Me thinks we ought to show it to someone better apprised of such things. I'm not sure what to tell you. Wem soll ich das denn bitte zeigen? Da. Ein Dokument, das ein Soldat von einem batalischen Händler erhielt, ist animiert für eine Belohnung, Vasallen zu sammeln. Es wird kein Grund genannt. Soll ich das dann irgendwo in Bad Bagbatal jemanden zeigen? Zum Palast, um herauszufinden, wer für die Organisation der Entführung der Vasallen verantwortlich sein könnte. Also in Vernworth dann, ne? Okay. Ach ja, stimmt ja, ich habe ja hier meinen Tee. Da bin ich hier schon 2 Stunden dran und habe bis jetzt immer noch nicht meinen Tee getrunken. We cannot break it from this side. Perhaps. Sag mal so, das Spiel macht Spaß an sich, ne? Es ist ein brauchbares Game, es ist ein brauchbares RPG und alles, ne? Die Performance Probleme knicken natürlich, nicht knicken ein, machen natürlich, dass man so ein bisschen weniger Spielspaß daran hat. Du bist einfach nur ein Händler. Du bist, glaube ich, einfach nur ein Händler. Ja, die machen natürlich, dass der Spielspaß ein bisschen sinkt, weil du würdest halt gerne haben, dass halt alles flüssig läuft, ne? Aber sieht ja so aus, als hätte sich da scheinbar noch mal ein bisschen was getan und es ist vielleicht noch irgendwie halbwegs verkraftbar, dass es dann nur noch in den großen Orten scheinbar jetzt dann scheinbar nur noch ist, dass dann halt da nicht mehr irgendwas richtig laufen will und der Rest eigentlich relativ gut läuft, eigentlich sogar sehr gut läuft mittlerweile. Ja. Bin zwar immer noch ein bisschen blöd, dass ich halt Vasallen um mich herum haben muss. Ich würde ja eher gern Solo spielen, aber ich glaube, das Spiel ist auch nicht wirklich darauf ausgelegt, dass du Solo dort alles machst. Ne? Naja. Ich hielt dies für den wahrscheinlichsten Ort, an dem ich euch finden würde. Doch es scheint, ich habe den falschen Augenblick erwischt. Ich schätze, ich wollte mein Paket so unbedingt überbringen, dass ich recht übereilt aufgebrochen bin. Ich lasse es hier und bete, dass ihr es nützlich findet. Shakir. Wer zum Geier ist Shakir? Lazarus Steinsplitter. Okay, vielen Dank, Shakir O'Neill. Ah ne, der hieß ja Shakir O'Neill, ne? War das O'Neill? Nee, hä? Ich glaube, ich verwechsel gerade meinen Namen. Keine Ahnung. Menschen haben Namen. Einige zu viele davon.
besonders wenn ich jetzt Richtung OBS gucke, ne? Ihr bemerkt das dann vielleicht dann auch noch so ein bisschen, ne? Durch das Stream fällt das dann vielleicht aber nicht unbedingt so auf, aber wenn ich halt jetzt gerade Richtung OBS gucke, oh, da kriege ich Augenkrebs. Ich weiß auch nicht, warum das eigentlich so komisch ist, dass wenn ich jetzt so nach OBS gucke, da so ein bisschen die FPS nach unten geht. Ja? Captain Brandt bade me ask aught of you, if you would hear it. However, it is a matter best kept from prying ears. Might we not move to a more discreet location? Gehört er jetzt zu der Quest, die ich versuche weiter zu verfolgen, oder? Firstly, pray, take this. Tis a regalia sword, one of the kingdom's treasures. Tis my duty to guard it. Yet, I have stolen it from the masquerade hall where 'twas on display. A duplicate now rests in its place, and I must beg you to keep the true artifact hidden, lest the ruse be discovered. Generations of Amundian rulers have wielded it, though not in battle, of course. Tis a ceremonial weapon for use in parades and the like. Yet, Deesa's disdain for tradition has seen the blade suffer. Tis fractured and has lost much of its former luster. Captain Brandt is of a mind to restore it, so that it might serve as a symbol of your authority, Sir Arisen. Indeed, when the time comes for you to announce your ascension, having this sword at your hip, would doubtless elevate your standing in the eyes of the people. And I must confess, having watched over the blade for many a year, I've grown rather fond of it. I should be well glad to see it restored to its former splendor by your hand. My hopes for our kingdom and its treasure go with you, Sir Arisen. I bid you good fortune. Finde jemanden für die Reparatur des Insignienschwerts. Ja, geh zu einem Schmied. Wie wär's, wenn du einfach zu einem Schmied gehst? Und da fällt mir gerade ein, mein Kontakt hier in dem Palast ist doch hier dieser Brand oder wie auch immer der Name hieß. Fällt mir gerade so ein. Weil ich glaube nicht, dass ich jetzt hier irgendwo im Palast hier irgendeine Pappnase finde, die mir irgendwie weiterhilft, oder? Also ist mein bester Anhaltspunkt eigentlich dieser Brand, der in der Taverne ist. Und wenn ich mit dem da sabbel, dann wird er mir bestimmt irgendwas sagen hier mit dem Dokument. Oder? Ja, stimmt, genau. Die Tante da in dem Bordell. Könnte eventuell auch eine Möglichkeit sein. Wird's gerade wieder morgen? Ach, verdammt. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich mich gerade verlaufen habe. Ich glaube, es ist minimal auch besser geworden hier, aber minimal nur. You have my fullest confidence. Ach, Brandt. Über den Phantom-Ochsenkarren, ja, siehst du? Yes, Your Majesty. Ah, so you've encountered the Phantom Oxcart from the rumors. To be precise, the letter of the law does not forbid the abduction of pawns. However, in our sovereign ruled kingdom, crude treatment of the pawns who so loyally serve our liege is an act decried by all. If one were to sell them for personal gain, they would doubtless be censured no matter their station.
And this letter, by its make and the quality of the parchment, I can only surmise 'tis of the like used in the palace. We ought to assume a member of the court has a hand in this matter. But for what purpose are these pawns being gathered? And where are they being taken? I have a proposal, Your Majesty. Should we ascertain the pawn's destination, perchance we will discover the intent behind this plot. Yet if we question the driver haphazardly, this mission will be over before it begins. I bid Your Majesty follow the ox cart without arousing suspicion, that you might divine where it is headed. Alternatively, mayhap Your Majesty could assume the guise of a pawn and await pickup in a likely location. I leave the choice to Your Majesty's discretion. Als Vasall verkleiden? Wie verkleidet man sich denn bitte als Vasall? Gibt's da irgendwie ganz bestimmtes Halloween-Kostüm oder so? Oder wieder was? Verfolgt den Ochsenkarren. Also, selber Treffpunkt wie immer, nur halt... Okay. War da die Tür? Das war die Tür. Oder ist es tatsächlich immer noch NPC? Also wenn dem so ist, dann wow. Ich würde mal sagen, ich warte auf den nächsten Abend. Ist, glaube ich, besser. Weil es wird nämlich gerade morgen. Und ich glaube nicht, dass dass der Ochsenkarren da hinten steht. The sight of yon ox cart has brought all my fatigue to the fore. Shall we climb aboard? Sind meine Knie nur dreckig geworden oder was ist bei meinen Knien kaputt? Sind so dunkel. Merke ich. Sobald ich hier dran vorbeigekommen bin, an den ja, Überresten von, was weiß ich, von einer Mauer oder einem Aquädukt oder was weiß ich was. Sobald ich daran vorbeigelatscht bin, schlagartig die FPS besser. Also wenn Capcom versucht, wirklich ein Resident Evil als Open-World-Spiel irgendwie rauszuhauen und Monster Hunter Wilds, ne? Da auch noch ist, dann, muss ich mit dem reden? Who are you? Come no closer. Okay. Kommen meine Vasallen nicht zu mir? Warum bewegt sich die Karre nicht? Wo war ich gerade stehen geblieben? Ich habe den Faden verloren. Achso, genau. Wenn die da wirklich davor haben sollten, ein Resident Evil als Open-World-Spiel rauszuhauen. Und Monster Hunter Wilds soll ja Open-World-mäßiger sein. Und die haben dann ja auch ähnlich hier NPCs durch die Gegend dackeln und so weiter. Und du hast dann ähnlichen Ort wie Vanworth zum Beispiel. Das habe ich ja schon mal erwähnt gehabt, ne? Aber dann, yeah, ich sehe dann schwarz. Ich hoffe dann wirklich sehr, dass das, was auch immer hier ist, etwas ist, was halt einfach nur längere Zeit benötigt und vielleicht im Laufe der Zeit auch gefixt wird. Wenn auch wahrscheinlich so spät, dass das keinen Schwein mehr juckt. Aber spätestens dann, wenn die das in irgendeinem anderen Spiel dann auch noch drin haben wollen. Ah, okay.
dass da dann der ganze Mist dann funktioniert. Ohne Probleme. Und ohne, dass du irgendwie einen NASA-PC benötigst. Oh, weil ist ja irgendwie ein bisschen schwachsinnig, wenn du da Systemvoraussetzungen hast. I could look upon this sky for all eternity, if 'twasn't for the crick in my neck. Keep gazing upward and you'll like to stumble along. Wait, bin ich zu weit weg gewesen, oder? Huh? Okay. Ich weiß nicht, was da jetzt gerade passiert ist. Ha. Huh. Ich gehe mal zurück und lass mal einen Tag verstreichen. Ja, wie gesagt, wenn die da wirklich davor haben, dann zum Beispiel dann in Monster Hunter Wilds einen ähnlichen Ort zu haben wie Werrenwurf, ne, habe ich ja schon mal erwähnt, dann, ich sehe dann schwarz. Deswegen hoffe ich sehr, dass die da das bis dahin gefixt haben und viel, viel besser abläuft. Oder zumindest gemerkt haben, okay, wenn wir so einen Ort wie Werrenwurf da machen, dann, ja, das ist, glaube ich, eher ein Fehler. Wir sollten vielleicht die Größe eines Dorfs irgendwie eher so auf der Größe von, Ruhestadt haben, von dem Grenzkontrollpunkt da. Ja, lieber so in der Größe, weil da scheint alles noch in Ordnung zu sein. Haben wir hier lieber, haben wir aber sowas wie Werrenwurf, dann Prost Mahlzeit. Performance geht in den Keller und du kannst ja nicht davon von verlangen, dass halt der Spieler einen PC hat, der quasi die aktuellste Scheiße drin hat. Weißt du? Don't think I'll stand for this. Die Leute haben einen ganz normalen PC, keinen Quantencomputer. Also. Vor allen Dingen, wenn du dann die Systemvoraussetzungen dann dir anguckst und dann siehst du dann die empfohlenen Systemvoraussetzungen und die empfohlenen sind in Wirklichkeit eigentlich die Minimalvoraussetzungen. Weißt du? Warte mal ganz kurz. Wie heißt die Quest? Der Phantom-Ochsenkarren. Wie verkleidet man sich bitte als Vasallen? Weil vielleicht sollte ich das machen. Phantom-Ochsenkarren. Der Phantom-Ochsenkarren. Okay. Ja, befragt den Soldaten, bla bla bla. Ach, da... Okay. Du verkleidest dich als Vasallen, indem du einfach alles ausziehst. Awesome. Ja, okay, so kann man es natürlich auch machen. Muss ich alles nur bei mir ausziehen oder bei allen Charakteren? Ich glaube nur bei mir, ne? Okay. Ach, ich habe diese Waffe gar nicht rausgeschmissen. Ja gut, dann lassen wir nochmal einmal hier, ne? Einmal nochmal ein paar Stunden verstreichen und dann zur Karre nochmal hinrasen. Und dann den Typen nochmal anlabern.
Müsste ich... Ah, da ist es ja. Suppose you're just... Who are you? Come no closer! Ich glaube, ich hätte früher da sein müssen, wa? Mal gucken, vielleicht geht das ja auch. Ist das Ragnar da drinne? Oder das ist nur ein Typ, der dieselbe Frise hat, kann auch sein. Ich bleib einfach mal hier drauf. Vielleicht funktioniert das. Vielleicht funktioniert das. Gathering materials makes for dull work indeed. Der despawnt? Echt jetzt? Ach komm. Der ist allen Ernstes am despawnen. Eigentlich sollte ich jetzt zu dem Typen dahin, ihn anlabern und dann werde ich dann scheinbar wohl hinten im Käfig verfrachtet. Aber eventuell muss ich da wirklich einfach einen Ticken früher dahin kommen. Also werde ich dann jetzt gleich einfach dann da stehen, wenn es hier Abend langsam wird. Und warten. Sei jetzt. Oder war das wegen meinen Vasallen? Weil vorhin konnte ich den auch anlabern, aber. Naja, mal gucken. Das ist eventuell zu spät. Mal gucken. Eigentlich wollte ich dahin, wenn es noch ein bisschen heller ist. Naja. Mal gucken, ob es was bringt, wenn ich die Vasallen einfach hier zurücklasse, so ein bisschen. Oder, oh, warte. Nein, sag mir nicht, das zählt auch noch. Warte, wo ist das? Ach nee, kannst du nicht... Okay, das ist... Aber... Ich schätze mal, die Lanterne zählt nicht. Ich schätze mal, dass die Lanterne nicht zählt. Und ich denke mal, die Ringe auch nicht. Wäre ein bisschen bescheuert, wenn ja. Na gut, dann mal hinrennen und die Vasallen hinten lassen. So, bleib mal hier.